Meine Damen und Herren, wir sind bei Rapspot im Interview. Mein Name ist Nex86 und ich stelle mich jetzt euren Fragen. Ja, Next heute auf der Graffiti Box Summer Jam mit mir, mit Lina. Erzähl doch mal, du bist heute als Privatmensch hier, genießt das schöne Wetter, die schönen Walls und die hoffentlich sehr gute Musik. Was führt dich her? Ja, ich bin mit Liquid Walker hier vorhin angetanzt und wir sind schon ein paar Stunden hier. Ich habe mir auch schon ein paar Sachen angeschaut und bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich heute mal quasi privat da bin und nicht auftreten muss, obwohl es immer cool ist, aber bei dem heißen Wetter kann ich mich auch mal ein bisschen entspannen hier und mir die Acts angucken, vor allen Dingen, die sehr krass sind heute. Auf wen freust du dich am meisten? Auf jeden Fall auf Motrip, das ist natürlich klar. Harris ist auch ein Gigant auf der Bühne. Hammer und Zirkel sind natürlich cool. Liquid Walker, keine Frage, also auch die Jungs aus den eigenen Kreisen. Aber eigentlich ist das ganze Line-Up ziemlich cool dieses Jahr. Hammer und Zirkel sind ja gerade auf der Bühne, die verpassen wir jetzt also leider, aber Opfer muss man eingehen. Ja. Dann lass uns doch mal darüber reden, was du dieses Jahr schon so gemacht hast. Du hast nämlich da eine EP rausgebracht mit dem 7-Inch. Genau. Magst du dazu mal was sagen? Ja, 7-Inch kam letztes Jahr auf mich zu und hatte Lust, so eine Art Newcomer-Projekt zu starten mit mir und meinte, hey, ich hätte Bock für dich ein paar Beats zu machen. Und ich habe mich riesig gefreut und dann haben wir eine EP gemacht mit 6 Songs. Und haben das Ding auch auf CD rausgebracht und iTunes und wo man es überall kriegen kann. Und es ist echt gut gelaufen, also ich habe mich riesig gefreut. Wir konnten ein kleines Video abdrehen und haben auch positive Resonanz bekommen. Und von daher ist das jetzt gerade durchgelaufen. Das Video war ja zu dem Song Kalt, der ja doch sehr persönlich war und sehr traurig auch. Wieso wurde gerade der Song ausgewählt? Weil ich eigentlich generell eine Musik mache, die ein bisschen nachdenklich ist, die sehr kopflastig ist. Das entspricht halt auch sehr meinem Typ und ich wollte halt unbedingt eine Single nehmen, die mich als Rapper auch am besten repräsentiert. Und das ist halt einfach nur mal so eine Musik, die in so eine nachdenkliche Richtung geht und deshalb dieser Song. Und persönlich sind viele Lieder von mir und deshalb wollte ich auch unbedingt diesen Song haben, weil wir haben noch so ein paar etwas witzigere Sachen auf der EP und ein bisschen Abwechslung reingebracht, aber ich glaube, ein paar Menschen hätten sich auch erschrocken, wenn sie das als erstes bekommen hätten. Okay, und kommt da noch ein Video, ein zweites zu der EP oder? Ja, eigentlich haben wir schon geplant, noch was zu machen. Wir wollen auf jeden Fall noch was drehen. Wir sind sogar am Überlegen, ob wir vielleicht auch ein Video machen, wo keine reellen Personen zu sehen sind. Aber dazu kann ich noch nicht allzu viel verraten. Das wird sich dann zeigen. Ja. Ich bin gespannt. Da du ja selbst von dir sagst, du machst eben sehr persönliche, zum Teil auch mal eher traurige Musik, hat man da nicht immer so ein bisschen das Gefühl, dass man so einen Seelenstrip vorm Publikum macht? Und ist das nicht irgendwie auch eine Art Hemmschwelle, sowas dann vielleicht zu performen oder als Videosingle rauszubringen direkt? Ja, also ich sag mal, wenn ich es meinen Eltern vorspielen muss oder irgendwelchen Bekannten, dann ist es schon krass. Aber wenn man es so vor der breiten Masse hat, dann ist man doch irgendwie anonym. Also es ist dann nicht so schlimm. Aber ja, der Gedanke, der kommt schon dann oft hoch. Aber bisher geht es. Also die Leute kommen nicht auf einen zu und wollen mit mir über meine Probleme sprechen, die ich in meinen Songs anspreche. Und für mich ist es halt schon so eine Art Therapie und ich kann mich da von vielen Dingen lösen und befreien, die mir so im Kopf rumschwirren. Von daher ist schon gut so, dass ich so eine Richtung eingeschlagen habe. Und nach der EP kommt als nächstes Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe jetzt erstmal angefangen, ein eigenes kleines Studio zu bauen, wo ich jetzt wieder auch ein bisschen selber produzieren kann und vor allen Dingen selber aufnehmen kann. Und jetzt würde ich ganz gerne auch wieder an einem Album schreiben. Also ich bin auch schon dabei, ich habe schon ein paar Songs fertig geschrieben, mir ein paar Beats gemacht und ein paar Beats ausgesucht, aber was Konkretes, wann, wieso und warum, gibt es eigentlich noch nicht. Okay, und dieses Jahr steht noch irgendwas an, tourmäßig oder ähnliches? Eine Tour ist nicht geplant, es werden auf jeden Fall ein paar Auftritte sein, die kommen aber auch immer viel spontan rein. Jetzt ist ja gerade nochmal, Gott sei Dank, eine gute Sommerphase, wo ein paar Jams sind und so weiter, aber das sieht man dann alles auf der Facebook-Seite. Im Normalfall. Okay, und ich habe gehört, du bist da auch auf so einem Sampler drauf, bald. Genau, es kommt nämlich ein Rapspot-Sampler raus und da ist auch ein Song von mir drauf. Ich habe auch gehört, dass zum Beispiel Donato auch noch drauf ist, auf den ich mich sehr freue und viele andere coole Künstler. Und das Ding könnt ihr euch dann auf jeden Fall runterladen und solltet ihr auch. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch dabei zu sein. Yay. Dann letzte Frage. Du machst ja auch immer Next86 Packt aus, wo du neue Releases auspackst, bewunderst, Probe hörst.
Gibt es denn ein Release, worauf du dich dieses Jahr noch ganz besonders freust, es dann final auszupacken? Definitiv. Das ist das NAS-Album, was jetzt gerade rausgekommen ist. Das muss ich mir noch holen auf jeden Fall und dann will ich das auch unbedingt auspacken. Mal schauen, wie es ankommt. Wir haben ja bisher eigentlich nur deutsche Künstler ausgepackt. Und ja, aber NAS würde ich ganz gerne auspacken. Ist halt mein absoluter Lieblingsrapper und deshalb ganz groß. Okay, dann danke ich dir vielmals und würde dir einfach wieder frech das Mikro in die Hand drücken und die letzten Worte überlassen. Alles klar, dann vielen Dank für das Interview. Checkt mal die EP aus, 786 heißt die, mit 7 Inch zusammen. Die könnt ihr euch auf jeden Fall auf next86.de kaufen oder runterladen bei iTunes. Und ansonsten freue ich mich auf euch, wenn ihr mir wieder ein paar Facebook-Kommentare schreibt, auch zu dem Interview hier. Von daher, bis bald. Peace.